Für uns geht es nächste Woche wieder auf Reisen und wir sind gerade dabei, unsere Sachen zu packen. Und viele von euch fragen uns immer wieder, welche Technik wir dabei haben, wie wir unsere Technik vor Diebstahl schützen. Und deswegen dachten wir uns, zeigen wir euch das einfach in einem Video. Vorweg, alles, was ich euch jetzt zeigen werde, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr etwas davon kaufen möchtet, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr den Link aus der Videobeschreibung verwenden würdet. Keine Angst, der Preis bleibt wirklich genau der gleiche. Der einzige Unterschied ist einfach nur, dass ihr uns unterstützen würdet und darüber würden wir uns sehr freuen. Fangen wir als allererstes mit den Kameras an und während unserer Weltreise hatten wir mehrere Kameras mit dabei und ich zeige euch als allererstes die Kamera, die unserer Meinung nach die beste ist, die man mit auf Reisen mitnehmen kann. Und zwar ist das die Sony RX100 Mark IV. Alle Videos zu unserer Weltreise, die wir auf unserem Kanal hochgeladen haben und auch die ganzen Fotos auf Instagram haben wir nur mit dieser kleinen Kamera gemacht. Und unserer Meinung nach ist es die beste Kamera, die man auf Reisen mit dabei haben kann, weil sie einfach unglaublich klein und kompakt ist. Sie passt locker in die Hosentasche und dabei hat die Kamera noch eine richtig gute Foto- und Videoqualität. Für diejenigen, die es interessiert, man kann den Bildschirm einmal so klappen, sodass man sich theoretisch selbst vloggen kann. Und die Kamera ist gar nicht so teuer, wie man denkt. Wir haben, glaube ich, damals so 800 Euro bezahlt und aktuell kostet sie ungefähr 660 Euro. Für diejenigen, die gar keine Ahnung von Kameras haben, so wie wir damals, ist diese Kamera wirklich perfekt. Und wenn ihr jetzt sagt, ich möchte aber eine Systemkamera haben, wo ich das Objektiv wechseln kann, weil es geht mit dieser Kamera nicht, haben wir unten in der Videobeschreibung eine Alternative für euch verlinkt. Und noch als Tipp für die Kamera haben wir noch einen zweiten Akku. Wir wollen euch aber definitiv mindestens drei Akkus empfehlen. Die nächste Kamera, die wir immer mit dabei hatten, aber dieses Mal leider nicht mitnehmen dürfen, ist unsere DJI Mavic Pro Drohne. Und dazu haben wir auch noch ND-Filter. ND-Filter müsst ihr euch so vorstellen wie eine Sonnenbrille für die Kamera der Drohne. Und der ND-Filter hilft euch dabei, trotz starker Sonneneinstrahlung gute Aufnahmen hinzubekommen. Und ob es sich überhaupt noch lohnt, eine Drohne zu kaufen, dazu hatten wir schon mal ein Video gemacht. Das verlinken wir euch hier oben. Und so als kleiner Hinweis, wir hatten drei Akkus mit dabei. Die nächste Kamera, die ich euch jetzt zeige, ist uns leider während der Weltreise kaputt gegangen. Deswegen mussten wir uns die neu kaufen. Und zwar ist das unsere Actioncam, die GoPro Hero 5. Ist genau die gleiche. Hat jetzt nur noch 270 Euro gekostet. Und zusätzlich dazu haben wir uns noch so einen Dome-Port gekauft. Mit diesem Dome-Port könnt ihr richtig coole Unterwasseraufnahmen machen. Und da ihr jetzt schon wisst, dass wir unsere Drohne leider nicht mitnehmen dürfen, aber dass wir eine Actioncam brauchen, könnt ihr ja gerne mal raten, in welches Land wir reisen werden. Schreibt es unten gerne in die Kommentare. Und wie manche von euch wissen, haben wir uns eine neue Kamera gekauft, die Fuji X-T3. Das ist eine Systemkamera, die filmt jetzt allerdings gerade, deswegen können wir sie euch nur einblenden. Und dazu nehmen wir unser Mikrofon, also ein externes Mikrofon mit. Das konnten wir bei unserer Sony leider nicht anschließen. Und das ist übrigens auch noch ein kleiner Nachteil der Sony, die ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe. Dort kann man nämlich kein externes Mikrofon anschließen. Zu dem externen Mikrofon haben wir uns auch noch drei weitere Akkus gekauft und einen Batteriegriff, sodass wir mehr Batterielaufzeit haben. Und zu jeder einzelnen Kamera haben wir natürlich auch SD-Karten. Die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem hat jeder von uns noch sein eigenes MacBook. Und dazu noch jeder seine eigene externe Festplatte und sein eigenes Handy. Kommen wir nun zum Zubehör. Und dadurch, dass wir sehr viele elektronische Geräte mit dabei haben, haben wir dementsprechend auch sehr viele Ladekabel oder auch Adapter mit dabei. Und um darüber den Überblick zu behalten, hilft uns diese Kabeltasche. Was außerdem noch sehr wichtig ist, ist ein gutes und leichtes Stativ. Das kann ich euch natürlich nur einblenden, weil das gerade benutzt wird. Und das wiegt einfach nur 500 Gramm. Somit lässt es sich sehr einfach und sehr leicht transportieren. Und auf Reisen lässt es sich nun mal nicht vermeiden, dass die Kameras auch mal dreckig werden. Und deswegen ist ein Pflegeset, um zum Beispiel die Linse sauber zu machen, essentiell. Und auch immer mit dabei haben wir unsere Powerbank. Die sichert 20.000 mAh und ein kleiner Tipp, mehr dürft ihr auch beim Fliegen nicht mit ins Handgepäck nehmen. Und außerdem haben wir noch unseren Weltreiseadapter mit, ist auch essentiell für uns. Zusätzlich dazu, weil wir sehr viele elektronische Geräte haben, die auch natürlich geladen werden müssen, haben wir auch eine Steckdosenleiste mit dabei. Und außerdem dieses Gorilla-Stativ, damit könnt ihr euch zum Beispiel selbst gut vloggen, könnt gut Selfies machen oder einfach an Dingen befestigen, wo ihr zum Beispiel euer normales Stativ nicht befestigen könnt, zum Beispiel am Baum oder was auch immer. So, jetzt habt ihr gesehen, dass wir wirklich sehr, sehr viel Technik mit dabei haben auf Reisen. Und all diese Technik muss jetzt in einen Rucksack reinpassen, sodass wir das Ganze auch mit als Handgepäck mit ins Flugzeug mitnehmen können. Und da können wir euch diesen Rucksack empfehlen. Den haben wir euch schon mal empfohlen in unserem Weltreise-Packlisten-Video. Und dieser Rucksack ist wirklich top, da passt wirklich alles rein. Und er ist nicht einmal kaputt gegangen während unserer Weltreise. Der einzige Nachteil ist einfach nur, wenn die Kamera jetzt ganz unten im Rucksack drin ist, dann müssen wir alles aus dem Rucksack rausnehmen, nur um an die Kamera ranzukommen. Und das ist natürlich kontraproduktiv, wenn man jetzt gerade schnell eine Aufnahme machen möchte. Und deswegen haben wir uns noch einen anderen Rucksack gekauft. Und zwar ist das
dieser Rucksack hier. Und das Gute an diesem Rucksack ist, dass er mehrere Kamerafächer hat. Zum Beispiel passt hier die Drohne mit rein, hier passt die Systemkamera mit rein, hier passt die normale Sony mit rein, hier passt das Pflegeset für die Kamera mit rein und sogar das Mikrofon. Und dieser Rucksack bietet strukturierten Stauraum, an dem man sofort rankommt. Also man setzt den Rucksack einfach ab und öffnet einfach den Reißverschluss und kann sich hier dann einfach bedienen an der Kamera, die man haben will. Und wenn einem das zu lange dauert, den Rucksack extra abzusetzen, hat der Rucksack an der Seite einen Reißverschluss, worüber man sofort an die Kamera rankommen kann. Und was wir auch noch cool finden, ist, dass der Rucksack ein Fach fürs MacBook hat und theoretisch gesehen würde da noch viel mehr reinpassen, also Essen, Klamotten, was auch immer. Um unsere Technik und auch um die Erinnerungen, die darauf gespeichert sind, zu schützen, haben wir diesen PackSafe mit dabei. Falls es euch noch interessiert, wie der PackSafe funktioniert und was für Dinge wir sonst noch so mit auf Weltreise mit dabei hatten, dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben. Was ich euch jetzt nicht gezeigt habe, sind die ganzen Ladegeräte, die nehmen wir natürlich alle mit. Und noch ein ganz kleiner Disclaimer, all diese Produkte sind nicht gesponsert, die haben wir uns selbst gekauft und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ach ja, eine Frage ist mir gerade eben noch eingefallen. Viele von euch fragen uns immer wieder, welches Schnittprogramm wir benutzen. Und zwar ist das Final Cut Pro. Für die Fotos benutzen wir Lightroom oder Photoshop. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr die nächsten Reisevideos nicht verpassen wollt, könnt ihr uns gerne unten kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.